Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Direwolf. So, beim letzten Mal hatten wir uns überlegt, ob wir nicht eine Runde reisen gehen wollen. Ich würde sagen, zack, das machen wir jetzt auch. Ich habe eben schon mal versucht aufzunehmen. Irgendwie ist das gescheitert. Oh, diesmal sieht es aber so gut aus, als wenn OBS auch mitläuft. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal, oder in der letzten Aufnahme, die ich verworfen habe, hier unten seht ihr das, die Erfahrungspunkte, Erfahrungslevel hinten in den Level-Sammler, XP-Sammler geschmissen, damit da nichts passiert. Und ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, was wir denn unterwegs brauchen. Ein bisschen Kohle für eventuell mehr Fackeln, wobei ich der Meinung bin, Kohle und dementsprechend Fackeln werden wir unterwegs schon genug finden. So, jetzt bleibt aber immer noch die Frage, wohin gehen wir? Ich habe übrigens festgestellt, man sieht mich hier nur ganz schlecht und ich weiß nicht warum. Herauszoomen, hereinzoomen. Warum bin ich hier so klein? Hat jemand eine Idee, wie ich das einstellen kann? Ich habe hier schon mal ein bisschen rumgeschaut, rumgeguckt. Wegpunkte, Fette, bla, maximale Distanz. Achso, das sind nur wie Fullscreen Map. Zeigespieler, ja. Schriftgröße, nein. Wegpunkte. Minimap Standard 1, Standard 2, das ist die oben rechts einge. Mob Display, Small Dots, Player, Large, Schoss S Icon, All Color Dots. Schließen, schließen. So, bin ich jetzt größer zu sehen? Ne, immer noch so klein. Ach ne, jetzt ist es schon mal größer, okay. Dann wissen wir wenigstens einigermaßen, wo wir hier sind. Wobei das auch noch relativ klein ist, finde ich. So. Genau. Stellt sich immer noch die Frage, wo wollen wir denn lang? Es gibt so viel zu entdecken. Und die Minecraft-Karten sind ja so riesig groß. Also würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal Richtung Pilzwald. Einfach mal geradeaus. Oder hier an der Mobfarm vorbei und hier geradeaus runter. Durch Schneebiom. Könnten wir auch machen, ne? Machen wir das so rum. Einfach mal ein bisschen Abenteuer erleben. Immer nur zu bauen ist ja auch langweilig, nicht wahr? Man will ja schon ein bisschen was sehen. Vielleicht finden wir irgendwas, irgendwen. Neue Dörfer zum Beispiel, dass man ein bisschen Handel treiben kann. Denn wir brauchen ja immer noch Enderperlen, um das nächste Jetpack aufbauen zu können. So, der eine Rucksack, wie er geht. Was ist denn das jetzt? Wie ihr gesehen habt, ist leer. Habt ihr nicht gesehen. Aber ich sag's euch jetzt: In dem anderen Rucksack sind. Oh, das nächste. Was war das denn? Ach, Slimes! Süß. Nehmen wir die mit. Nehmen wir sie mit. Na, guck mal, ein Spinnenauge und ein bisschen Glowstone-Staub. Glowstone-Staub. Zack, zack. Die Stöcke machen wir damit rein, den Bogen natürlich nicht, den setzen wir uns unten rein für den Fall der Fälle, dass wir ihn eventuell brauchen. Na. Hier haben wir die Pilze, die wir eben schon auf der Map gesehen haben, und da hinten geht es los mit dem Schnee. Das ist gar kein Schneebiom, das sagen wir nur so hoch. Die Berge. Ach, aber sieht's aus, als wenn hier schon mal der Schicken oder so irgendjemand schon mal war. Denn so eine Treppe, die wächst nicht von alleine. Aua.
Ja. Hierhin, hierhin. Dann möchte ich bitte hier rüber. Danke. Möchte ich hier hoch, hier hoch. Dann gehen wir mal hier lang. Schon sind wir auf dem Dach der Welt. Na, noch nicht ganz. Aber wenn uns Minecraft 1 lehrt, dann die Tatsache, dass dort, wo es hochgeht, es auch immer wieder runtergeht. Müssen wir nur darauf achten, dass es nicht zu steil, zu tief runtergeht. Weil sonst Absturz, tot. Man kennt das. Das wäre nicht das erste Mal, nicht wahr? Der Super Jetpack ist auch voll mit Energie. Was einen Vorteil hat, wenn wir immer mal zurück wollen, können wir einfach mal fliegen. Na, schaut mal, schon geht's los. Was ist denn das da? Was bist du? Apatiterz. Haben wir sowas schon? Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Aber wir haben zwei riesen Rucksäcke, die wir voll knallen können mit irgendwelchen Bums. Also, nehmen wir es mit, würde ich sagen. Hier ist noch mehr davon. Ihr kennt die goldene Regel, nie direkt nach unten graben, denn auch das könnte ziemlich schnell in den Tod führen. Lasst da drunter irgendeine Schlucht sein oder auch nur ein bisschen Lava und alles ist vorbei. Dass wir nicht in Lava schwimmen können, hatten wir ja schon festgestellt im Data. Da muss ich übrigens zugeben, da hatten wir letztendlich doch ein bisschen gecheatet. Da haben wir den Server einfach mal kurz auf Creative Mode umgestellt und dann bin ich da reingeflogen in die Lava, um den ganzen Kram, den ich da verloren habe, wieder rauszuholen. Darum sieht man das noch nicht in der Aufnahme. Aber so ehrlich wollen wir ja sein, ne? Aber zumindest, das war ja noch relativ am Anfang, als es mich da zerrissen hat, war mir das ganze Werkzeug noch viel zu viel wert. Mittlerweile können wir uns wahrscheinlich mehr als genug davon craften. Also ich weiß nicht, ob ich das normal machen würde. Ich denke eher nicht. Ja, wenn das so weitergeht, dann kommen wir doch nicht so weit. Ja, dann sind die Hosentaschen schon wieder voll inklusive Rucksäcke, bevor die überhaupt richtig losgelaufen sind. Na komm. Na komm. Halt. Was wir aber zwischendurch machen könnten, wäre... Dich brauchen wir erstmal nicht. Wenigstens ein bisschen Müll wieder loswerden. Man muss ja auch nicht zu viel Kram auf der Hosentasche haben, den man nicht braucht. So, es wird dunkel. Und weil wir ja ein schlauer einer sind, holen wir das Bett raus, bevor ein Blödsinn spawnt und legen uns hin zum Schlafen. Wie gesagt, auf Reise will ich vorerst zumindest noch ein bisschen vorsichtig sein. Denn wenn wir nachher kilometerweit entfernt sind von der Base, bisher sind wir noch relativ nah dran, ne? Aber wenn wir dann wieder auf den Spawnpunkt zurück müssen, von dort dann einmal quer über die ganze Welt, nur um unseren Kram wieder abzuholen. Ach, das tut nicht Not.
So, was haben wir denn hier? Marble. Marble nehmen wir mal mit, vor allem, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass hier vielleicht noch irgendwas runter ist. Irgendeine Chest oder irgendwas. Zum Beispiel hier, was ist das? Achso, nee, das haben wir gerade ausgehoben. Sieht aber nicht so aus, als wenn da noch irgendwas wäre. Marble, finde ich, eignet sich immer schön zum Bauen. Ein bisschen Marble-Monument. Nichts Interessantes drin. So, hier hätten wir schon mal eine Höhle. Aber wir wollten ja auf Landgang gehen und nicht auf Höhlengang, oder? Den Dingern kann man das Inventar schön voll knallen. Beziehungsweise letztendlich nicht nur das Inventar, sondern natürlich auch das System. Oh, ich höre Lava. Bisschen vorsichtig sein, gucken, wo man hintritt. Weil in Lava baden ist jetzt nicht so gesund. Nein, nein, das macht der Dennis nicht. Sind das hier diese hellgrün? Was sind das für Bäume? Manrealwood. Okay. Eignen die sich zum Bauen? Wie sieht das aus, wenn man damit basteln will? Clean Discover, okay. Nehmen wir mal ein bisschen was davon mit. Hier, die steht halt einfach nur im Weg. Was wollen wir mal machen? Okay. Was kriegen wir denn da noch mit? Was sind die Saplings und was ist das? Berries. Okay. Okay. Keys, den brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, bum, 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 machen wir doch mal Folgendes. Wir probieren mal aus, ob wir die Dinger hier nicht auch irgendwie stacken können.
So schon mal nicht. So können wir sie stacken. Gut. Das spart uns dann schon mal ein bisschen Inventarplatz. Das ist schon mal in Ordnung. Crystallize, Men, okay. Wie sieht es mit den Beeren aus? Können wir da irgendwas machen? Also, ne, Saplings eh nicht. Wahrscheinlich auch nicht mit den Beeren, ne? Ne, gut. Das heißt aber, wir haben ein bisschen Platz gespart, was schon mal sehr gut ist. Platz im Inventar sparen, weiß jeder, der schon mal unterwegs war. Gerade mit den neueren Versionen jetzt von Minecraft, das geht ja so schnell, dass man sich das ganze Inventar zuprügelt. Ich sollte dich mitnehmen. Das macht man eigentlich nicht mit der Schaufel. Aber gut. Ach, ein Monster. Oh, und da haben wir das nächste Dorf. Ein Träumchen. Los geht's. Genau darum bin ich unterwegs, um ein paar Dörfer zu finden, zu gucken, was man so handeln kann. Moin! Du hör mal, ich brauche Papier, ja. Moin. Hi! Ja, du machst nur Marmelade, ich weiß. Wir müssen ja später auch noch irgendwann mal anfangen mit dem Zaubern, nicht wahr? Versteckt sich hier noch einer? Nö. Eine Schmiede! Eine Schmiede! Jawohl! Und einen nächsten Ender haben wir gefunden. Ein Traum. Dark Boots. Energetisch. Supersprung 3. Schwimmflossen. Das Inventar wird schneller vollgeprügelt sein, als wir es eigentlich hier brauchen können, Leute. Oh, ich glaube, das wird übel. Oh, Leute. Hört ihr mal bitte auf, hier die Türen auf und zuzureißen. Hi! Er ist ein Imker. Wer würde uns denn mal Enderperlen eintauschen können? Was das Handeln anbelangt, bin ich jetzt nicht so affin. Ein Ingenieur. Quatsch. Ach, bei dir waren wir doch nicht schon. Ich habe ihn auch schon gefragt, was du tauschst, ne? Ja, das war der Imker. Genau. Schreibtisch. Braucht man einen Schreibtisch? Und wenn ja, wofür? Ach, das ist der Imker. Interessant, interessant. Ja. Zeig mal, was haben wir denn so alles? Okay, wir können gleich wieder zurück. Erster Rucksack ist gleich voll.
Ja, sortieren wir ein bisschen aus, was wir wirklich brauchen und was nicht. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Feuerfest, ja, ist ja in Ordnung, aber warum kann ich mein... Ach, weil es Slabs sind. Ach. Hi.